Ich darf euch heute die BMW HP4 Race hier am Slowakiering vorstellen. Interessante Geschichte, bleibt dran. BMW Martin hat mir diese wunderschöne HP4 Race hier am Slowakiering zur Verfügung gestellt. Ich bin jetzt mit dem Motorrad 2 Tage gefahren. Um das Motorrad einfach mal zu testen, um einen Eindruck zu kriegen. Und die erste Frage, die sich mir am Anfang stellte, wer ist die Zielgruppe, der so ein Bike kauft? Die Zielgruppe offensichtlich ist relativ gering und deswegen gibt es auch nur 750 Stück. Fraglich ist aber, warum wurden vielleicht gerade mal die Hälfte verkauft. Die meisten Menschen gehen da sehr ehrfürchtig an das Motorrad ran, wobei der Preis, der ursprüngliche Preis von roundabout 70.000 Euro, im Verhältnis zu dem, was die ganzen Teile, wenn man die einzeln kaufen würde, eigentlich sehr günstig war. Jetzt hat BMW nachgeschlagen und hat das Motorrad jetzt für 39,9 angeboten, was offensichtlich wirklich ein Schnäppchen ist und auch ein Hammerpreis ist, und da sollte man eigentlich, wenn man sich darüber Gedanken macht, fast zuschlagen. Der Hintergrund ist jetzt der, man testet das Motorrad auf einem sehr hohen Niveau und das erwartet man von dem Motorrad auch. Also ein Hobbyfahrer, der tendenziell in einem langsameren Rundenbereich sich in Bewegung macht, wird das Motorrad nicht brauchen und der wird es sich auch nicht kaufen. Sondern die Zielgruppe ist eigentlich doch mehr, ich würde jetzt mal sagen, ich selber zum Beispiel. Ich bin sehr schneller Hobbyfahrer, ohne jetzt arrogant zu wirken, aber ich fahre mit meiner R1, wer mich kennt, weiß, ich fahre hier so 2 Minuten 10, was für ein Hobbyfahrer sehr schnell ist. Kurz vorweg, ich bin mit diesem Motorrad nicht an meine eigene Bestzeit gekommen, obwohl dieses Motorrad eigentlich viel mehr Potenzial hätte. Und dabei bin ich relativ schmerzfrei gewesen, denn die Selbstbeteiligung betrug lediglich 2.500 Euro. Also im Falle des Falles wären es halt dann lediglich die SB gewesen. Aber habe ich natürlich nicht gebraucht, sie steht noch hier. Ich bin jetzt fertig mit Fahren damit und hier sind meine Eindrücke. Am Anfang geht man natürlich sehr ehrfürchtig an die ganze Sache ran, gewöhnt sich ein bisschen an das Motorrad. Und dann macht das Motorrad einen sehr souveränen und auch sehr perfektionistischen Eindruck von alles, was man anfasst, ist die Bremse. Die Bremse ist mega krass, mega. Also Bremse ist wirklich puh, Hammer. Schaltvorgänge, das alles, es fühlt sich alles sehr professionell an. Die Gänge, die fallen gerade vor sich selber rein. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. In dem Zeitraum, wo man das Ganze ein bisschen gemütlich angehen lässt, ist das Motorrad auch sehr souverän. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Das Motorrad spielt förmlich und will letztendlich, dass man damit schneller fährt und fordert einen geradezu heraus. Dann habe ich mich halt ein bisschen daran gewöhnt und bin sehr viele Turns hier gefahren. Und ja, dann wurde es auch schneller. Eben weil ich mich daran gewöhnt habe und habe dann auch versucht, an so meine eigenen Bestzeiten anzuknüpfen. Da wurde es allerdings etwas problematisch. Ich denke, dass das Motorrad vom Potenzial her viel mehr kann, als so wie es hingestellt ist. Also sprich, Geometrie, Fahrwerk-Setup ist eventuell etwas, ich würde nicht sagen schlecht, aber ungünstig gewählt. Und zwar hat das Motorrad in dem Moment, wo du sehr stark auf der Bremse in den Kurveneingang bist, wenig Transparenz und du weißt nicht genau, was das Vorderrad macht, und das Gefühl hat man, dass man das Vorderrad sehr stark auf der Bremse überfährt. Und ich denke, dass es ein geometrisches Problem von der Gabel bezüglich Nachlauf und so weiter ist. Auch kommt dazu, dass man, wenn man die Bremse wieder löst und an das Gas geht, das Motorrad hinten sehr stark absackt oder viel Grip aufbaut hinten, also das ist nicht das Problem, aber es hebt sich die Gabel vorne raus und die Linie ist sehr schwierig zu halten in dem Moment, wo du das Gas aufmachst. Na klar, physikalisch bedingt, sobald du beim Motorrad Gas gibst, will das immer gerade ausgehen, ist aber hier sehr extrem. Du musst wirklich arbeiten. Wenn du richtig schnell fahren willst, musst du hier richtig arbeiten. Ich denke, und es gibt ja auch schon die ein oder anderen, ich glaube, es sind jetzt 25 Stück schon umgebaut worden, es gibt Möglichkeiten, das Ganze zu verbessern.
Habe ich jetzt mittlerweile herausgefunden, noch ein paar Telefonaten mit Jungs, die sich da auskennen. Und jetzt kommen die guten Zeiten. Das war jetzt eigentlich schon das einzig Negative, die guten Zeiten. Also der, was wirklich was absolut brachiales, also wirklich, ihr könnt es euch vorstellen, der Motor, das ist abartig. Also wir haben bei meiner R1 haben wir richtig investieren müssen, dass der Motor 200 PS hat. Und das, was das hat, das ist wirklich, also kein Vergleich. Das ist kein Vergleich. Du merkst es vor allem in den oberen Gängen, 5. 6. Gang, hier diese ewig lange Startzielgerade. Das ist so schnell, dass die ganzen Bremspunkte alle nicht mehr passen. Das ist abartig. Elektronik zusätzlich, also die Traktionskontrolle, sehr fein dosierbar, sehr, regelt sehr fein und lässt einen, also ist stufenlos verstellbar natürlich, und lässt einen leicht minimalen Driftwinkel zu. Du hörst die Traktionskontrolle, die macht so Zündunterbrecher oder Zylinderabschaltung, sagt man eigentlich, so Softcuts macht die, so das leichtes und dann, ne, ab dem Zeitpunkt, wo das weg ist, weißt du, dass jetzt Grip vorhanden ist. Also da kannst du richtig, richtig gut beschleunigen. Dieses Elektronik ist in Verbindung mit dieser Leistung wirklich fahrbar. Also wow. Danke übrigens an BMW Martin für die zur Verfügungstellung des Motorrads jetzt die 2 Tage, da gehört auch ein gewisses Vertrauen dazu. War natürlich sehr interessant für mich, das Motorrad ausgiebig zu testen und jetzt diesen Bericht darüber zu machen. Wer BMW Martin nicht kennt, der kann mal gerne bei denen auf der Homepage schauen. Die haben jetzt auch, glaube ich, 4 Stück zu verkaufen im Moment von der HP4 Race und unter anderem auch viele andere BMW Motorräder. Das Motorrad für 39,9 kaufen. Wenn ich die R1 nicht hätte, ja. Es ist sehr, sehr souverän, perfektionistisch, auch das mit dem Data Recording, mit dem 2D Data Recording, das ganze Dashboard, die ganze Haptik von dem Motorrad ist so souverän. Du hast mega viel Platz auf dem Motorrad, auch ich als mit 1,80 Meter und sehr langen Beinen habe sehr viel Platz, fühle mich sehr komfortabel drauf. Es ist auch sehr ruhig auf hohen Geschwindigkeiten durch die Kanzel, die lässt hohe Geschwindigkeiten ohne starken Windstrom im Cockpit zu. Das ist auch sehr, sehr komfortabel. Die Bremse, ja. Wie vorher schon kurz angesprochen, die Bremse ist wirklich enorm. Die hat so eine starke Beißkraft, dass du, also selbst ich habe auf der Yamaha ja andere Sättel und so weiter, aber das, da brauchst du eigentlich nur noch einen Finger, um zu bremsen. Das ist Wahnsinn, was du für eine Bremskraft entwickelst. Da musst du dich erst dran gewöhnen. Also da kann es ruhig sein, dass du mal nach vorne über abgehst, wenn du das nicht gewohnt bist. Also wirklich Hammer. Also wirklich, Bremse ist brutal. Also ich sag mal so, die 2 Top-Dinge ist Motor und Bremse. Das ist Wahnsinn. Und ich denke auch, ich meine, die Gabel, die WM-Gabel, die da vorne drin ist, die hat ja durchaus Potenzial. Aber ich denke einfach, dass das Setup ungünstig gewählt ist, wie gesagt. Und da kann man mit dem einen oder anderen Tipps, also da gibt es eine Firma, die das machen kann, schreibt es in die Kommentare, dann gebe ich den Kontakt gerne weiter. Die haben sich darauf spezialisiert, dieses Motorrad so fahrbar zu machen, dass es auch für die schnellen Hobbyfahrer genug ist. Und dann, denke ich, ist es wirklich potenziell richtig schnelles Motorrad. Natürlich wird das Motorrad nie in einer Rennserie richtig starten können, weil es einfach zu wenig Stückzahlen gibt, die wird nicht homologiert werden. Spielt aber auch keine Rolle, weil ich einfach denke, dass die Zielgruppe so der richtig schnelle Hobbyfahrer ist, der vielleicht ein bisschen ein Kleingeld zur Seite hat. Weil wenn du jetzt hergehst und sagst, okay, du baust dir jetzt eine BMW oder eine R1 auf, wenn du jetzt da vernünftige Komponenten verbauen möchtest, dann hast du auf jeden Fall 30.000, 35.000 Euro investiert. Und dann hast du aber nicht diese Leistung. Dann hast du nicht den Motor, dann hast du nicht die Bremse, dann hast du nicht die Gabel, dann hast du kein Data Recording auf diese Art und Weise. Also von dem her ist der Preis jetzt mit 39,9. Also wenn ich die Yamaha nicht hätte, dann würde ich in dem Fall die HP4 Race kaufen. Wie dem so sei, ich habe die Yamaha, ich gebe sie auch nicht her, ich mag die Yamaha, aber mir hat die BMW auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das Motorrad
wirklich brachial schnell werden kann und auch den ein oder anderen Hobbyfahrer, der so in dem ersten Drittel der Hobbyfahrerzeiten steckt, durchaus hilft, schneller zu werden, weil es einfach mehr Vertrauen gibt, weil die Souveränität des Motorrads quasi ausstrahlt. Du setzt dich rauf und es gibt einem das subjektive Empfinden, dass das Motorrad einfach extrem souverän ist und es wartet gerade so drauf, dass du im Endeffekt vernünftig Gas gibst. Was natürlich noch ein negativer Nachteil ist, der mir so einfällt, oder was ein Nachteil ist, na klar, du hast sehr hohe Revisionskosten. Alle 5000 Kilometer, glaube ich, muss der Motor revidiert werden. Ja, das hast du bei so einem Motor durchaus. So ein Motor, so ein Superbike-Motor, der hat einfach erhöhten Verschleiß und da finde ich, das ist aber auch legitim und gerechtfertigt. Und ich denke, dass BMW das schon richtig macht. Und das macht jetzt aber nicht den Anschein, als wenn der morgen kaputt wäre, sondern der gibt schon eine große Souveränität mit. Aber 5000 Kilometer Rennstrecke oder Rennbetrieb auf hohem Niveau, ja, ist völlig egal, welchen Motor du da hernimmst. Spielt gar keine Rolle, ob du jetzt einen Yamaha-Motor oder einen Ducati-Motor nimmst und tust die tunen und machst das, holst das Letzte raus, dann ist es ganz normal, dass diese Motoren nach 5000 Kilometern neu gemacht können. Das ist einfach so. Ja. Und wenn du es nicht machst, gehen sie mit 6 hoch und dann kostet es aber mehr, als wenn es nur die Revision wäre. Von dem her ist das vollkommen legitim. Da tun natürlich jetzt viele schimpfen und sagen, ja, das ist natürlich nicht in Ordnung und das kostet ja einen Haufen Geld. Aber das ist einfach in dem Leistungsbereich vollkommen normal. So, ich bin jetzt dem siebten Tag auf der Rennstrecke unterwegs. Ich war erst 5 Tage in Brünn und jetzt noch 2 Tage hier im Slowakei-Ring. Bin die Woche ungefähr 3400 Kilometer gefahren. Jetzt ist Mittagspause, wir haben da noch einen Turn, aber nicht mehr mit der BMW. Die geht jetzt zurück zu BMW Martin. Also, das ist mein Einblick, meine Fahreigenschaft zur BMW HP4 Race. Würde ich sie mir kaufen, hätte ich die YMA nicht? Ja. Wenn du sie kaufen willst, vielleicht fährst du es mal Probe, es gibt nur die Möglichkeit, oder du schreibst mal BMW Martin an. Wir sind ja auch viel auf der Rennstrecke, da gibt es die Möglichkeit, dass man sich da mal Kontakt holen und auch gerne mal eine Probefahrt macht. Ich denke, das ist drin. Die haben jetzt ein, zwei Vorführer. Und da ist der Sebastian. Sag ihm einen schönen Gruß von mir und die freuen sich, wenn du dich meldest. Also, ich fahre jetzt noch einen Turn, dann geht es nach Hause. Dann starte ich quasi einen Tag ins Wochenende. Also, bis dahin. Viel Spaß bei deiner Probefahrt mit der HP4 Race. Bis dann und tschüss.